Wir bei Dedalus haben schon frühzeitig erkannt, welches Potenzial hinterm Krankenhaus-Zukunftsgesetz steckt. Wir haben interne Schulungen aufgesetzt, unseren Vertrieb informiert und haben geschaut, dass wir immer auf dem neuesten Stand der Entwicklungen sind. Mittlerweile können wir sagen, dass wir ein gutes Fachwissen aufgebaut haben, auch eine Website zu dem Thema haben, wo wir Sie ständig informieren, wenn es Neuerungen gibt. Und wir bekommen immer mehr Projektanfragen aus den Ländern, und sind dabei, jetzt Projekte auch zielführend umzusetzen in nächster Zeit. Wir wissen natürlich um die Wichtigkeit von Universitätskliniken und Hochschulkliniken, gerade auch im Zusammenhang mit dem Krankenhauszukunftsgesetz. Und viele dieser Hochschulkliniken sind langjährige und sehr geschätzte Kunden von uns. Wir persönlich sind sehr froh, dass die nicht ausgeschlossen werden beim Krankenhauszukunftsgesetz, dass immerhin 10% der Fördermittel auch für Hochschulkliniken reserviert sind. Es wird sich wahrscheinlich mit der Zeit zeigen, wie die Verteilung dann wirklich aussehen wird, ob es da Benachteiligungen gibt für große Häuser. Wir gehen aber momentan davon aus, dass die Länder eine gute Regelung finden werden und die Hochschulkliniken dementsprechend auch entsprechend gewürdigt und gefördert werden. Ich persönlich denke, dass das Krankenhauszukunftsgesetz eine gute Starthilfe ist für viele Kliniken, die lange Digitalisierungsprojekte zurückgestellt haben, wo nicht die notwendigen Mittel da waren. Es muss aber auch klar sein, dass es keine einmalige Finanzspritze sein darf und dann werden die Kliniken allein gelassen, weil gerade wenn man große, umfangreiche Projekte mit dem Krankenhauszukunftsgesetz anstößt, dann braucht es natürlich auch Anschlussfinanzierungen. Entweder müssen die Kliniken das aus sich selbst herausstellen können oder es muss weitere Fördertöpfe geben, gerade auch für die peripheren Häuser, die vielleicht nicht so viel mit Digitalisierung bisher am Hut hatten und jetzt gucken müssen, wie sie sich neu aufstellen, was sicherlich sehr sinnvoll ist, aber es muss eben nachjustiert werden und es sollte immer überwacht werden, ob diese Mittel das erreichen, was sie eigentlich sollen und ob es so genutzt wird, wie es auch intendiert war. Ich denke, dass die Finanzierung wahrscheinlich nie ausreichen wird, wenn man die Kliniken fragen würde, aber es ist auf jeden Fall ein guter Start und wir müssen dann schauen, was man daraus machen kann. Das ist natürlich das erklärte Ziel, dass diese Fördermittel, die jetzt zur Verfügung gestellt werden, auch am Ende beim Patienten landen. Darum geht es eigentlich, dass die Patienten davon profitieren. Ich glaube, die Evaluierung, die vorgenommen wird, einmal jetzt im Jahr 2021 und dann nochmal im Jahr 2023, sind ein guter Weg, um zu schauen, wo stehen die Krankenhäuser mit ihren Digitalisierungsvorhaben. Und 2025 kommen ja dann auch gegebenenfalls Sanktionen hinzu, wenn Kliniken sich nicht daran halten, diese Digitalisierungsvorhaben umzusetzen. Dann muss natürlich auch geprüft werden, was ist schon umgesetzt worden, wie funktioniert es wirklich in der Regelversorgung, wo muss auch hier vielleicht nachjustiert werden und wie kann man gewährleisten, dass es beim Patienten ankommt. Ich glaube, auch das wird sich erst mit der Zeit zeigen, aber es sind ja auf jeden Fall Mechanismen eingebaut worden, um sicherzustellen, dass eben auch die Patienten am Ende was davon haben werden. Die Festlegung des Reifegradmodells läuft ja gerade noch, ist gerade in den letzten Zügen. Dann wird sich auch zeigen, wie eben genau diese verschiedenen Schritte evaluiert werden. Das bleibt also noch etwas abzuwarten. Ich denke aber generell ist es ein sehr gutes Modell, um eben zu gucken, wie ist der Digitalisierungsgrad in den Krankenhäusern und um auch nachvollziehen zu können, vergleichbar auf einem internationalen Standard. Wo steht Deutschland und wo muss eben nachgebessert werden? Das haben viele Kliniken ja vernachlässigt in den letzten Jahren, weil auch einfach die Gelder teilweise nicht zur Verfügung standen. Ich glaube aber, dass so ein internationaler Vergleich sehr lukrativ sein kann und auch natürlich die Kliniklandschaft in Deutschland fördern wird. Deswegen bleibt es spannend und bleibt abzuwarten, wie diese Reifegradmodellausgestaltung sein wird. Die 15%, die in IT-Sicherheit investiert werden sollen, sind natürlich immer wieder sehr umstritten, weil es pro Projekt gilt und das natürlich auch ein relativ großer Batzen ist, der dann für IT-Sicherheit vorgesehen ist. Ich glaube aber, dass das äußerst sinnvoll ist, weil man gesehen hat, dass die Angriffe auf Krankenhäuser zunehmen, wie kürzlich in Düsseldorf oder auch vor einiger Zeit auf das Lukas-Krankenhaus in Neuss. Da hat sich gezeigt, die Patientendaten müssen natürlich geschützt werden. Es muss verschiedene Mechanismen geben, um das zu gewährleisten. So ein Krankenhaus kann sehr schnell auch lahmgelegt werden. Das hat man eben auch in
in Düsseldorf gesehen mit verschobenen Operationen. Die ganze Buchhaltung hat sehr lange gebraucht, um das überhaupt aufholen zu können, diese verlorenen Tage. Von daher glaube ich, ist das ein ganz wichtiger Schritt. Und da hat natürlich der Gesetzgeber auch gesagt, wir wollen, dass dem Rechnung getragen wird, dass die IT-Sicherheit im Moment an Bedeutung gewinnt und auch weiterhin an Bedeutung gewinnen wird, gerade im Kontext von digitalen Gesundheitsdienstleistungen. Und insofern glaube ich, dass das eine gute Sache ist, dass das auch im Gesetz verankert ist. Das Krankenhauszukunftsgesetz ist vor allem natürlich für kleine und mittlere Kliniken eine Riesenchance, sich mit Digitalisierungsthemen auseinanderzusetzen, wo bislang vielleicht die Gelder für gefehlt haben, neue Leute einzustellen, die sich auch genau damit auseinandersetzen können. Insofern glaube ich, ist das ein wichtiger Meilenstein in der deutschen Kliniklandschaft. Außerdem wird der Patient immer mehr in den Fokus rücken. Das sehen wir auch in anderen Ländern wie in den USA, dass diese Patientenzentriertheit in den letzten Jahren zugenommen hat. Auch in Deutschland lässt sich das beobachten. Das kostet aber auch Geld, weil der Patient eben intensiver betreut werden muss und durch die Klinik geleitet wird. Da gibt es innovative Konzepte, wo jetzt investiert werden kann. Und insofern glaube ich, dass es für uns alle nachhaltig ein Erfolg sein wird. Es muss mit Sicherheit hier und da noch nachjustiert werden. Aber insgesamt ist es ein gutes Mittel, um Innovationen zu fördern. Ob die Messlatte für Fördermöglichkeiten zu hoch gelegt ist, kann man wahrscheinlich zum jetzigen Zeitpunkt einfach noch nicht sagen. Es steht fest, dass der Zeitraum, in dem man die Anträge einreichen kann, sehr kurz ist. Das haben wir jetzt auch gesehen, dass ja viele Länder dann auch noch individuelle Richtlinien und Zeitrahmen vorgegeben haben, die teilweise wirklich relativ kurzfristig waren. Es wird sich zeigen, ob diese Messlatte so hoch ist, dass es dazu führt, dass einige Projekte nicht umgesetzt werden oder dass kleinere Kliniken sich nicht daran beteiligen, weil der Aufwand für sie initial zu groß ist. Das lässt sich wahrscheinlich erst nach einiger Zeit sagen, wenn die Projekte wirklich anlaufen. Ich habe schon das Gefühl, dass die Länder natürlich versuchen, dieses Geld, was ihnen aus dem Fonds zugeteilt wird, auch entsprechend zu verteilen und dass sie vor allem auch Interesse daran haben, dass nicht nur die Unikliniken das Geld bekommen, sondern auch die kleinen und mittleren und peripheren Häuser. Insofern glaube ich, wird es da Lösungen geben. Das kommt natürlich auch darauf an, welche Projekte dann schlussendlich angenommen werden. Worin die Kliniken investieren sollten, kann man so pauschal wahrscheinlich nicht beantworten. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es die Projekte sind, die in dieser Klinik am meisten Aufmerksamkeit bedürfen und wo es darum geht, dass man das schon seit Jahren vielleicht vorantreiben wollte und einfach das Geld nicht da war. Insgesamt ist es natürlich sinnvoll, auf internationale Standards zu setzen, um eine gewisse Vergleichbarkeit herzustellen, aber eben auch die Stichworte Schnittstellen und Interoperabilität, die ja immer wieder im Fokus stehen, genauso wie Integrated Care. Ich glaube, das sind Sachen, die an dieser Stelle ganz explizit gefördert werden können, genauso wie IT-Sicherheit, was ja sowieso auch vorgegeben ist. Es wird sich zeigen, wie die Kliniken sich entscheiden und was am Ende die Projekte sind, die besonders hervorstechen. Solche Sachen, auch innovative Themen wie künstliche Intelligenz, ist auf jeden Fall etwas, was mit Sicherheit hier eine Rolle spielen wird und wo jetzt Gelder für da sind, was vorher schwer zu allokieren war. Deswegen bin ich gespannt zu sehen, was am Ende das ist, was am meisten hervorstechen wird.